Und da sind wir auch schon wieder. Draußen wird es schon wieder dunkel. Sehr schön, egal. Ich meine, das war sowieso zum Glück relativ bewölkt jetzt. Deswegen ich auf die Aufnahme gestartet habe, weil heute Vormittag, da konnte ich nicht aufnehmen, weil es einfach viel zu hell war. Aber mittlerweile, wie gesagt, ist die Sonne ja hinter Wolken versteckt, von daher. So. Bitte was? Hilfe! Ach du Scheiße, Hilfe! Oh Gott, 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 oh Gott. Ah, ein Rum. Und Vogel, da war doch klar, hier! Aber ganz ehrlich, ich bin gerade mit den Vögeln ganz zufrieden. Hätte damit auch was viel Schlimmeres sein können. Wobei, bei den Vögeln ist ja auch immer die Sache, wie viele das sind. Wenn da vielleicht 20.000 kommen, oder aus 20 Richtungen, dann bist du auch gerade wieder fit. Mal wieder. Oh, das sind ja zwei. Einer reicht doch. Oh, der wird jetzt der andere hin. Teleporter mitten im Raum, okay. Siehst du gleich mal die Flashcans hier auswählen? Vor allem, wenn ich schon mal so viele rumliegen. So, mal gucken, wo der uns der Teleporter hinschickt. Nope. Eher nicht so. Das war direkt am Anfang, oder? Okay. Alle Seiten schicken uns in die gleiche Abteilung. Ja. Und ja, das ist der Anfang. Oh. War da nicht zu gerade eben noch? Eigentlich müsst ihr jetzt runterkommen, oder? Warte mal ganz kurz. Ich versuche. Ja, komm. Egal. So, und jetzt gerade weiterlaufen. Bam, genau. Dann müsst ihr mich hier was herankommen. Ach, okay. Komm endlich ran, weil jetzt wieder zugeht. So bescheuert. Warum macht man sowas? Okay, komm. Also hier ist grün, da ist nichts, da ist gelb. Also gehen wir hier zuerst rein. Oh. Schon wieder so viele Vögel. Was ist denn schon wieder? Wo war's? Oh Gott. Ja, komm. Ah! Oh, Mädel. Da sind schon rote Vögel auf blauem Hintergrund und ich sehe die Viecher trotzdem nicht. Hier sind immer viele Fackeln jetzt, oder? Flaggen. Da kannst du auch ein bisschen übertreiben mit den Flaggen. Das Ziel haben wir also auch schon mal gefunden. Na gut. Was geht hier ab? Och nö. Och nö. Och leck mich doch. Och geh doch einfach mal kacken. Treffe ich doch nie. Och nein. Auf beiden Seiten. Okay, dann Seite Nummer. Ah ne, da ist doch noch einer. Och Mann. Ich wollte gerade sagen, Seite Nummer 1 ist fertig, aber Pustekuchen. Ich glaube, er ist tot. Bitte sei tot.
Ja, er ist tot. Okay. Alter, was zur Hölle? So hier jetzt auch nochmal gleiche Scheiße. Och nein, was geht denn hier schon wieder alles ab? Okay, ist weg. Oder? Ja, ist weg. So, jetzt. Wieder ab. Warum ist das hinten so dunkel? Ich höre noch was. Ach, leck mich doch, Mann. Oh. Seid doch bekloppt. Kriegst du aber echt eine Krise, kriegst du da. Also, ne? Da ist ja schon hier. Und da steht da schon fast der STVZO. Oh, mit Strich, du Kacke. Oh, wow, Mann. Mädel. Na gut, so was da hinten. Ach so, noch ein Bau. Gut, einen ganzen Bau brauchen wir nicht. Da fehlt aber noch einer. Von daher gehen wir mal in die nächste Ebene. Ach, da ist auch noch ein Pack. Wow. Erstmal schön voll übersehen. So, was geht hier? Ach du Kacke. Was geht hier ab? Ach, schon wieder klein Viech. Das Problem ist aber, klein Viech macht auch Mist. Oh. Okay. Ah, oh, Moment mal. Hier da hinten ist noch eine Tür. Oh, oh ja, Mann. Über diese Scheiße. Ah. Okay, da nicht. Siehst du, manchmal täuscht mich dieser Knick in der Optik doch nicht. Manchmal verbirgt sich da doch ein Secret hinter. Sehr schön. Gut, wir werden also auch schon wieder mit BFG-Munition vollgeschissen. Oh, oh, la 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 la. Na, der hättest du wohl. Wow. Okay. Hey, das kann ich nicht aufsammeln. Oh. Oh, war doch klar. Arschlöcher. Okay. So, da hinten sind auch welche. Kann ich da rein? Nope. Ah, das ist auch ein Secret. Hä? Oder auch nicht? Ah! Guck mal, da ist die Wand-Dings und da kommen Dinger raus. Also, ist kein Secret, aber eine Falle. Sehr nett. Schnauze jetzt hier. Frage, kommt man da rein? Was? Lol? Ah! Boah, nein, 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 das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Stirb doch mal bitte. Danke.
Okay, allzu viel gibt's hier nicht. Achso, war der Eingang? Wie viel Secret gibt es eigentlich? 13, ihr wollt mich doch schon wieder verarschen. Wer sollen die alle finden? Etwa ich? Hätte ich wohl gerne. So. Das Blöde ist, bei Heretic, du kannst machen, was du willst, du stirbst einfach nicht. Ich habe schon wieder 100% Leben. Ich meine, meine Armor sinkt zwar immer wieder, aber man wird hier mit diesen Dingern hier so zugeschissen. Du kannst gar nicht sterben. Das geht einfach gar nicht. Außer du wirst mit einmal umzingelt und du kriegst mit einmal extrem viel Schaden. Dann kannst du dabei draufgehen. Aber jetzt ist so, normalerweise ist es ja so, dass du Stück und Stück ein paar Gegnern so immer ein bisschen mehr Schaden verlierst, ne? Aber hier nicht, weil du bekommst mehr Heilung, als die Gegner dir so über die Zeit Schaden machen können. Naja, was soll's. Was jetzt? Genau, da geht es nicht durch. Das heißt also, wir müssen erstmal wieder raus. Wir haben auch ein Key bekommen. Das heißt, wir können in die gelbe Tür rein. Das ist aber schön. Wo ist die gelbe Tür? Da. Nein, da. Was ist der scheiß Magier draußen? Die gehen mir auch ein bisschen auf den Sack gerade. Ich würde die gerne erstmal wegmachen. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Vielleicht doch eine schlechte Idee. Ja, das meinte ich mit zu viel Schaden mit einmal. Das große Secret. Ist und schon können wir uns wieder komplett regenerieren. Und schon wieder 86. Oh, ich habe einen X86er. Wenn man es genau wissen möchte, sogar von AMD. Okay, ich habe 10 Flashkins mittlerweile. Gar nicht mal so schlecht. So, was wäre jetzt gerade die gelbe Tür? Die ist hier. Oh Gott, Alter. Okay. Das ist scheinbar die Wendeltreppe, die wir von der anderen Seite aus gesehen haben. Grün gehört. Ja, okay, da ging gerade irgendwas auf. Oder zu, je nachdem. Okay, ist beides voll. Was ist das denn für eine Schnecke? Ach, ist eine Treppe in der Treppe. Oh Gott, Alter, ist nicht hier los. Moment mal. Ah, das Ding ging auf. Okay, also ist also doch eine Treppe. Die zu beiden Seiten runter geht. Da geht's runter und da geht's runter. Interessant. Ja, der Architekt hatte sich scheinbar ein bisschen extravagant ausgedrückt. Da draußen. Okay, komm, weil wir sie gerade bekommen haben, wisst ihr was? Wir können nochmal so eine Fax hier einsetzen. Wir haben sogar schon 3 Stück davon, ne? Sonst wäre es nur hier, sonst wirft mir hier noch eine Verschwendung vor. So, dann machen wir mal ein bisschen Party. Wir fahren aber echt ganz schön rein, diese Viecher. Alter. Oh, der lebt doch noch. Ist da noch was anderes? Nee, ne? Vielleicht muss ich gerade ein bisschen beeilen, weil die Fackel hält ja nicht ewig. Teleporter, na schau mal an. Ähm.
Okay. Wo jetzt hin? Achso, wir haben grünen Key bekommen. Das heißt dahin. Oh. Was nehmen wir da am dümmsten? Ach komm, wir bleiben bei der Rotmunition. Oder auch nicht. Da ist offen, hier ist zu. Ob das irgendwas zu bedeuten hat? Oh. Da war ja was. Wir hatten ja noch die Fackel. Haha, lol. Ja. So, war hier noch was Rotes? Ach du Scheiße, ihr wollt mir verarschen. Okay, was macht das mit dem? Wir haben hiervon noch massig rumliegen. Dann heißt das, ich klopfe dir ein bisschen weich hier. Super, der Ende geschmal direkt daneben. So, der hat erstmal schön Tornado geworfen. Ach ja, der Tornado kommt ja nicht durch. Wow. Was für eine lange Leitung. Okay, Nummer 1 ist weg. Autsch. Das war gerade unfair. Blau auf Blau, das hat man ja gar nicht gesehen gerade. Okay, Nummer 2 ist auch weg. Sehr schön. Ist das, können wir gleich wieder irgendwo so ein Zählerpack aufsammeln? Ist doch ganz geil. Nee, ich bleib doch erstmal bei der hier. Beziehungsweise bei der blauen, also bei der Minigun vielleicht. Oha. So. Oh, Alter. Nein, nicht festhängen. Nicht irgendwo hängen lassen. Okay, hab genau getroffen. Was? Oh, ich hab grad die BFG aufgesammelt. Oh, Alter. Hier ist Kreuzfeuer hier. Also ich weiß auf jeden Fall, wie gesagt, eine Schwierigkeitsstufe könnten wir auf jeden Fall noch höher gehen. Aber zwei Schwierigkeitsstufen, also quasi dieses ganz schwere hier, das hier, das können wir nicht benutzen, weil da sind nämlich sowohl die Gegner als auch die Geschosse von den Gegnern jeweils vierfach so schnell. Also offiziell plus 300%, aber plus 300% ist ja genau das Vierfache. Ja. Da wird also so ein Kreuzverhör hier ganz schön auf die Nieren schlagen, denke ich mal. Schade. Ah. Ah, auf beiden Seiten, sehr schön. Oh. Ja gut, hätten wir die Gegend auch von hier platt machen können, wäre wahrscheinlich besser gewesen. So, da hinten ist noch ein Raum. Hä? Hey. Ah. Oh. Mit dem Schalter. Der hat jetzt genau was gemacht. Oh. Alter. Mädel. Das hier ist jetzt aber... Doch, ist ein Secret Exit. Ja, wir sind wieder in der vierten Map. Leck mich am Arsch. Okay, schon wieder Secret Exit.
Warum finde ich bei Herr... Wow, geile Optik hier. Nice, gefällt mir. Warum finden wir bei Heretic jedes scheiß Secret Map? Na egal. Bei den ersten beiden Episoden hatten wir auch die Secret Maps, von daher. So, geht jetzt die gesamte Wand auf oder? Hallo? Ist ja langweilig. Boah! Lag dir auch im Start. Ich höre eine ganze Menge monströse Aktivität. Die Frage ist: Ist das gut oder eher schlecht? Die Dinge wieder runter? Ja. Oh! Die sind doch von mal alle her. Hilfe, ich gehe lieber weg. War ich schon voll schon. Ja, doch, war schon Feuer offen. So, hier könnten wir ruhig mal mittlerweile ein Pack einsammeln. Dankeschön. Wir haben die Bierschiebe. Ach ja, klar, stimmt ja, bei diesen komischen Viechern da. Hilfe, ich habe Angst. Oh, okay, das originale Ziel ist auch offen. Wir können uns also mittlerweile aussuchen, ob wir ins Original Ziel gehen oder ins Geheimziel, aber wir gehen natürlich ins Geheimziel. Alles andere würde gar keinen Sinn machen. Ich würde aber vorher halt gerne noch mal einmal BFG finden. Oh, ist ja offen. Hier aber nicht. Ach, hier ist die andere Seite jetzt offen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh oh. Willkommen. Da kommen sie. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gut. Wir hatten noch irgendwo so ein Zündermagazin an BFG-Munition. Wo war denn das? Boah, Alter! Oh Gott, die kommen. Sie kommen, sie kommen. Die kommen aus allen Polischern. Ach, hier hinten war noch BFG-Munition, genau. Die Tür jetzt auf. Ey, jagt mir keine Panik hier ein. Genau, das war eine 10er. Gut. Ja, ansonsten, ist voll, ist auch voll, ist nicht voll. Ist überhaupt nicht voll. Also mal wieder die blaue Kugel, wo wir am wenigsten Munition haben. Wie immer. Boah, ist hier dunkel. Okay, so hat es also ausgesehen ohne Fackel. Interessant. Achso, das war jetzt hier das Secret im Secret. Nice, gefällt mir. Guckt euch die alle an. Diese Schmarotzer. Was tue ich hier gerade? Was mache ich überhaupt gerade? Achso, blaue Munition suchen. Ja, wie man sagt, da finden wir keine mehr. Vor allem kommen hier aus allen Richtungen die ganzen Gegner. Scheiße. Warum haben wir die nicht gleich platt gemacht, als wir es konnten? Guckt ihr euch alle an. Na gut, ich würde mal sagen, wir gehen in den Secret Exit und der jetzt nochmal Rüstung. Achso, brauchen wir gar nicht. Aber Rüstung haben wir ja komplett. Ab ins Ziel. Oh Gott. Secret Exit. Secret Map. Das wird garantiert wieder spaßig. Na gut, in dem Sinne, schauen wir uns vor.